Hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Tamisia, wo wir ja hier in der letzten Folge vor diesem Bossraum aufgehört haben. Und da werfe ich doch jetzt hier mal einen Blick hinein. Ich glaube, ich habe hier Probleme mit dem Spielton, aber vielleicht wird es ja bald besser. Hier haben wir eine Dame. Urt. Achso, ja, stimmt. Besiege Urt. War ja Urt. Aha. Bitte. Die ist schnell wie Sau. Und ich bin gleich tot wie Sau. Meine Güte. Ja. Das ging schnell. So, ich habe meine vielen Fehlversuche jetzt mal rausgeschnitten, weil das langweilt euch ja nur. Ich erkläre euch jetzt so ein bisschen, was ich hier für eine Taktik angewandt habe. Nachdem ich ja nicht gescheit parieren kann, ich habe es hier echt versucht, Leute. Habe hier mal meine Talente umgeskillt, aber ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Also das hätte ich länger üben müssen und das war mir dann ehrlich gesagt zu blöd. Also ich spezialisiere mich hier einfach mal auf Ausweichen und warte, bis die gute Dame einen kritischen Angriff macht und gehe dann mit meinen Schwertern rein. Das hat sich als ganz geschickt erwiesen. Ich habe auch versucht, mit Pfeil und Bogen hier ein bisschen Schaden zu machen, aber das ist echt nicht sicher. Also die weicht sehr oft meinen Schüssen aus und ich habe dann kaum noch irgendwie ein Fenster, wo ich dann hier diese grüne Leiste noch mal reduzieren kann. Deswegen, ja, hier habe ich aus Versehen in die falsche Richtung gesprungen. Okay, hier noch mal. Und hier hat man halt ein ganz gutes Fenster, um anzugreifen. Wenn man allerdings eine Millisekunde zu spät hier reinschlägt, dann kann man kaum noch die Klaue ansetzen, habe ich festgestellt. Also, man Muster, hier bin ich auch zu spät dran, genau. Ja, genau. Also das Fenster ist nicht besonders groß, indem man hier angreifen kann, aber es geht noch. So, und dann habe ich mich auch mit der Lore noch ein bisschen beschäftigt, weil ihr mir ja gesagt habt, ich muss hier doch mal gucken, um was es genau geht. Also das Königreich Hermes, in dem gab es früher schon oder lange Zeit schon Alchemisten, die hier irgendwelche Tränke gebraut haben für diverse Zwecke. Ja, und das hat sich eben da durchgesetzt. Da haben viele fürs ganz normale tägliche Leben immer irgendwelche Tränke getrunken, geschluckt. Und irgendwann kam ein, ja, unbekanntes Ereignis. Das wissen die Leute hier nicht mehr so genau. Wodurch dann diese Alchemietränke irgendwie verseucht worden sind und haben dann eben die ganze Bevölkerung hier im Königreich auch vergiftet. Und die sind dann mutiert zu irgendwelchen Bestien und ja, schöne Parallele zur Bloodborne irgendwie. Auf jeden Fall kamen dann alle möglichen Alchemisten und haben versucht, hier irgendwie ein Gegenmittel zu finden. Hat mehr oder weniger gut geklappt, eigentlich eher weniger. Und unser guter Corvus hier ist wohl auch irgendwie ein Tränkemischer. Und der hat eigentlich die Antwort darauf gefunden, was man denn hier so zusammenmischen muss, um die Bevölkerung wieder zu heilen. Hat dann aber aus irgendwelchen Gründen sein Gedächtnis verloren und jetzt geht es hier eben darum, wohl im Spiel die Zutaten und das Rezept wieder zu finden, an die er sich eben nicht mehr erinnern kann. Und ja, ich bin hier irgendwie etwas blöd unterwegs, stelle ich gerade fest. Aber ich habe noch genug Heiltränkchen, das sollte schon noch funktionieren. Genau, und das ganze Spiel hindurch versucht er eben jetzt irgendwelche Rezepte, irgendwelche Hinweise und auch Sachen zu finden, die ihm das dann am Schluss ermöglichen, halt seine Erinnerung wiederherzustellen und ein Gegenmittel zu finden.
Also ich hoffe, ich habe hier die Lore einigermaßen richtig wiedergegeben. Sollte es noch irgendwelche anderen Sachen geben, dann lasst mich das gerne wissen. Und zwar geht es ja hier auch um reines Blut und schwarzes Blut. Und es sind dann wohl auch Experimente gemacht worden, hier irgendwelche anderen Dinge noch mit reinzumischen. Also man hat ja irgendwie festgestellt, dass die Bäume hier ganz gut noch die Heilwirkung verstärken. Genau. Ja, und deswegen bin ich hier auf der Suche nach Blut, nach Herzen. Also verschiedene Herzen haben wir ja hier schon erbeutet. Und ja, ich glaube, wir müssen zum Schluss diese Herzen irgendwie dann auch verwenden, um hier ein Heilmittel zu kreieren. Genau, das war jetzt soweit die Lore, wie ich es verstanden habe. Wie gesagt, wenn ihr da noch Hinweise habt oder noch andere Informationen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich bin jetzt hier noch länger beschäftigt mit dem Bosskampf. Schaut euch das noch an oder spult nach vorne. Aber im Prinzip warte ich hier immer auf kritische Angriffe. Versuche mich zwischendurch nicht treffen zu lassen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, lasse ich mich hier treffen. Oder setze halt mal einen Klauenangriff an.
Okay, da sind wir jetzt wieder zurück hier im Philosophenhügel und wir können wahrscheinlich wieder alles Mögliche hier vorzeigen. Das reine Herz von Urd, das sich lediglich an meine Befehle gehalten und getan, was du tun solltest. Als es zum Vorfall kam, war meine Schwester zu einem großen Teil verantwortlich. Ich werde rückgängig machen, was geschehen ist für sie. Okay. Gut, jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein Level Up irgendwie rausquetschen kann. Schauen wir mal, was habe ich denn noch? Stufe 2 habe ich nur noch einen. Okay. Dazu müsste ich aber jetzt erstmal wissen, wie viel ich eigentlich brauche. Moment. Also das haben wir doch gleich. Oh, und eine Seuchenwaffe habe ich auch, die ich freischalten kann. Dann brauchen 10.400. Das sind jetzt die Abstufungen gar nicht so hoch irgendwie. Habe ich immer das Gefühl, dass wir da jetzt gar nicht mehr so viel mehr immer brauchen für jeden Level Up. Wie viel brauche ich denn? Ich hatte... Jetzt habe ich wieder vergessen, wie viel ich hatte. 3, 4... Ich glaube, 8 müssten reichen. Ja, genau. Jetzt habe ich wieder den Qual... Die Wahl der Wahl oder so. Ich mache nochmal solchen Schaden. Genau. Ich glaube, wenn man Stufe 50 hat, kriegt man noch irgendwie eine Trophäe. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier noch freischalten kann. Ach, das letzte hier. Was habe ich da? Ein Speer. Speerschwert. Okay. Von der guten Urd. So. Kann ich aber nichts upgraden. Aber das sieht nicht schlecht aus. Aber 12 Sekunden Abklingzeit. Wow, das ist halt ganz schön viel. Okay. Dann können wir bei ihr hier auch den Erinnerungsprozess fortsetzen. Ah ja, genau. Dann haben wir ja eigentlich alles bis auf den Ozean der Erinnerungen. Im Körpersverstand existieren zwei Kräfte, die konstant in entgegengesetzte Richtung zerren. Vergangenheit, Gegenwart, Wahrheit und Unwahrheit. Diese Kräfte üben einen beträchtlichen Einfluss auf sein Gedächtnis aus. Daher muss Corvo tief in sein Innerstes hineinhören und eine Entscheidung treffen. Nur so kann er seine zersplitterte Erinnerung wieder zusammenführen. Bezwinge Corvus. Bitte was? Wir treten jetzt gegen uns selber an, oder wie? Na, da bin ich ja mal gespannt. Ocean of Memories. Ah, ich weiß auch nicht so. Ein Vogelkäfig. Ja, wir sind ja hier irgendwie so halb Rabe, halb Mensch. Irgendwie so. Das finde ich aber ein bisschen zu kurz gekommen hier im Spiel. Diese... Ja. Raben... Fähigkeiten oder keine Ahnung, man hätte die da ja die Federn irgendwie entsprechend leveln können, damit man, oder mit Talenten hier ausstatten, damit man irgendwelche Angriffe, Rabenangriffe hier. Upp. Hast du jetzt die gleichen. Nee, gleiche Fähigkeiten wie ich hatte nicht. Weil ich habe keinen. Ich dachte, dass wir hier so Mimiktiermäßig. Oh!
zwei Leben. Oh mein Gott. Ja. Ist schon gut, ist schon gut. Das nix. Um Gottes Willen. Was hat der denn für solche Waffen hier? Schnell genug ausgewichen. Der ist auch ganz schön schnell, aber ich glaube, der ist jetzt nicht unbesiegbar. Blöd ist halt nur, dass der irgendwie auch zwei Leben hat. Wir schaffen das. Ist gut. Der hat aber auch irgendwie alle solchen Waffen hier, oder? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mal gespannt, was ich hier für eine Waffe erbeute. Okay, eine Hellebarde, ja? Das ist nicht das Schlechteste. Frag mich, warum seine Klaue hier so viel Schaden macht.
Also, wie gesagt, das mit rückwärts ausweichen, das ist... Natürlich am Arsch, wenn ich hier den jetzt hier nicht erwische. Jetzt erledigt? Irgendwie habe ich jetzt eine Errungenschaft freigeschaltet. Aber ich glaube, wir haben ihn erledigt. Hervorragend. Klingt, als könntest du dich an alles erinnern. Was solltest du dich daran erinnern können, womit du die Hermes-Antwort gebraut hast? Genau. So. Wir müssen jetzt hier wohl zwei Herzen auswählen und da gibt es ja schwarze Herzen, verschmolzene Herzen und reine Herzen. Genau. Und wir müssen zwei reine Herzen miteinander verschmelzen. Und zwar sind das das Herz von Varg und von Urd. Also... Die anderen, der Odur, der hatte ja ein schwarzes Herz und auch der Narrengott hat ein schwarzes Herz und der mutierte Odur sowieso. Und die hängende Königin und Höllenklang, die hatten verschmolzene Herzen. Die waren ja irgendwie so ja, experimentelle Kreaturen hier, die da aus Versehen entstanden sind, obwohl der Odur eigentlich auch. Also, weiß ich auch nicht. Aber der hat ein schwarzes Herz. Deswegen nehmen wir jetzt mal das Herz von Varg und das Herz von Urd. Genau, jetzt gucken wir mal. Letzte Aufgabe besteht darin, die Hermes-Antwort zum Herz des riesigen Baumes zu bringen und sie zu aktivieren. Uff. Genau, der Baum, der verteilt dann wohl irgendwie ein Heilmittel gegen die Seuche oder heilt dann die Bewohner hier. Glaube ich. Zu viel ich da aus der Lore entnommen habe. Muss ich mich jetzt selber umbringen hier irgendwie? Oder ach nee, hier ein Alchemiekristall. Chemiesplitter oder was auch immer. Da war wohl jetzt die Essenz der Herzen drin oder was auch immer. Es geht jedenfalls in diesen Baum hoch. Und dann, die Effekte der Hermes-Antwort betrafen das gesamte Königreich und alle Lebensformen erhielten den Segen des reinen Bluts. Schmerz und Leid zogen sich allmählich aus den Landen zurück. Genau. Die Macht der wandernden Kreaturen
nahm ab und schwand schließlich vollständig, doch jene, die gesegnet worden waren, wurden immer stärker. Zwar waren die Monster nun verschwunden, doch die Zahl der ehrgeizigen Machthungrigen nahm stetig zu. Verschiedene Machthaber versuchten, Forscher anzulocken und alle Königreiche gierten danach, die Kontrolle über die alchemistischen Wissenschaften zu erlangen. Esmi und Corvus verließen das Königreich mit den aus der Erforschung der Hermes-Antwort erlangten Kenntnissen. Sie wussten, dass jene, die dem Reiz der Macht erliegen, unaufhörlich nach mehr streben. All diese Gier nach einer Macht, die die Welt verändern könnte. Also wir haben wohl überlebt und haben die Menschen geheilt, aber das hat sie wohl nicht besser gemacht, die Welt. Ist das die Wahrheit? Ich glaube, wenn man hier Nein antwortet, dann muss man Corvus nochmal besiegen und kann dann was anderes auswählen. Also, aber ich beende hier, glaube ich, damit dieses Spiel und wähle Ja. Genau. Damit ist dieses Let's Play am Ende und obwohl ich jetzt alles abgegrast habe und so, hat es jetzt nicht so wahnsinnig lang gedauert, 15 Teile. Ich meine, es sind auch nur 3 Gebiete, aber ich fand das Spiel trotzdem richtig unterhaltsam und richtig klasse. Also die Kampfmechanik hier ist mal was ganz was anderes. Und obwohl ich nicht genau gescheit parieren kann, habe ich es doch durch das Spiel geschafft. Also auch irgendwelche Noobs wie ich hier, die schaffen das durch so ein Game. Also lasst euch nicht abhalten. Das Spiel gibt es für den PC relativ günstig zu haben. Ich glaube noch nicht mal 18 Euro oder so. Und dafür kriegt man richtig viel fürs Geld. Also ich war jedenfalls begeistert. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.